Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem 11. Level Plantfuß. Und das Ganze werde ich halt jetzt mit Crash weiterspielen. Attacke! So, ich soll den Timer nochmal schlagen. Okay. So. Oh, 53 Kisten, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah, verdammt. Jetzt verstehe ich, warum da der Timer da ist. Oh nein! Okay. Okay, nochmal das Ganze. Okay, noch mehr Minen. Und das Ganze halt über eine Minute. Oder knapp eine Minute machen. Ah, vielleicht mache ich das noch mit dem Zeitlauf. Na? Okay. So. So. Einmal ganz geschickt mal ein bisschen Bonus-Action machen hier. So, 2 Leben ergattert und 12 Kisten. Wunderbar. So, zack. Warum ist da eine Pflanze? Ah, komm. Echt jetzt? Hat sie mich doch noch erwischt? Aber gut, okay. Okay, dann haben wir das einmal. Kleine Bötchen. Wow. Okay. So, den normalen Edelstein habe ich schon mal. Mein Gott, Crash frisst auch irgendwie alles. Gut, ich denke mal, ich werde den gelben Edelstein nochmal versuchen zu holen. Hey, es ist nur ein Zeitrennen. Und die Zeit ist ziemlich großzügig, denke ich mal. Und das Beste ist ja halt, ich habe da einen Checkpoint.
So, das heißt, die Kiste muss ich ignorieren. Pflanze, aber gut. Oh, ich bin, glaube ich, nicht schnell genug. Ah, doch. Ah, oh, das war ja noch knapp hier. 7 Sekunden oder so. Ja, der gelbe schmeckt auch nicht so. Gerade. Aber gut, ich habe halt noch einen gelben Kristall bekommen. Wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit Sure or Later. Ja, das ist das 12. Level. Ansonsten, wie gehabt, war es das auch wieder fürs Erste.